So, heute möchte ich Ihnen mal zum Thema How to Kill Koi eine eigene Geschichte erzählen, die sich zwar nicht bei mir zugetragen hat, aber wo jetzt aber auch nicht ein Kunde oder ein Zuschauer das Thema eingesendet hat. Das hat sich vor einigen Jahren zugetragen und es geht mal wieder ums Thema Salz und darum ist mir das auch wichtig, weil ich jetzt in letzter Zeit so häufig den Ratschlag mit dem Salzen gegeben habe, in vielerlei Hinsicht. Und zwar war Folgendes, ein kleiner Händler hat von mir Fische bekommen und hat seine Anlage auf 0,5% aufgesalzen und hat die Quarantäne gemacht. Das ging dann 4-6 Wochen. Nach 4-6 Wochen hat er nochmal Fische bekommen, er hat wieder aufgesalzen und nach 2-3 Tagen war das Verhalten der Koi einfach komisch. Er hat immer beschrieben, die liegen am Boden, die sind gerötet, es sind immer mehr gerötet und dann haben sie springen angefangen und das Verhalten war komisch und dann hat er mal versucht, denen Futter zu geben, die sind auch nicht ans Futter gegangen. Es war einfach ein Krankheitsbild, das hätte zu allem gepasst. Er hatte keine Ursache, es war kein Ammonium im Wasser, es war kein Nitrit im Wasser. pH-Wert war im relativ normalen Bereich, irgendwo zwischen 7 und 8. Und irgendwann ist mir eingefallen, ich weiß nicht, ich habe mit ihm telefoniert, und irgendwann ist mir eingefallen und sagt, du, sag mal, hast du eigentlich wieder aufgesalzen? Sagt er, ja. Sag ich, hast du dein Salzgehalt von damals kontrolliert? Dann sagt er, scheiße. Hat nur das Telefon aufgelegt und eine Stunde später hat er mich wieder angerufen und dann sagt er, er hat es jetzt gemessen, das Salzgehalt war bei 0,8. Ich habe mal Sandra Lechleiter gefragt, wo liegt eigentlich der maximale Salzgehalt, wo man Koi, der von Koi noch ertragen wird, sagt sie irgendwo bei 0,7, 0,75, aber dann nur für ein paar Tage. Und danach wird es Stress und der Stress wird dann auch irgendwann mal richtig blöd für die Fische. Was jetzt schlussendlich passiert, ob die Koi sterben, wie sie sterben, sterben sie langsam, sterben sie schnell, sterben sie einen elendigen Tod, sterben sie einen schnellen Tod, ich kann es Ihnen nicht sagen. Die letztendliche Konsequenz kenne ich nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, in dem Moment war es, oder in dem Fall war es tatsächlich der Grund, der Kunde hatte den Salzgehalt nicht gemessen. Da gibt es bei Koi Discount, das ist jetzt Product Placement, gibt es diese kleinen Salzgehaltmesser, die sind ganz einfach anzuwenden. Da sind Batterien drin, da haben sie einen Read-Knopf, aber ich glaube mittlerweile haben die anderen. Da heben sie das einfach ins Wasser rein und der zeigt ihnen dann an 0,3, 0,4, 0,5. Und da sie ja ihren Salzgehalt oder ihren Teichvolumen gar nicht so genau kennen, dass sie immer wissen, wie viel Salz brauchen sie, um ihren Teich auf die entsprechende Menge aufzusalzen, ist es auch dafür schon absolut notwendig, weil die 100.000 Liter sind vielleicht nur 90.000 Liter. Und dann hat man schon 10% übersalzen. Das wäre, wenn man auf 0,6 geht, wäre man schon auf 0,66. Darum kann ich jedem immer nur empfehlen, die erste Dosis, die man im Teich gibt, vielleicht mit 0,4 rechnen und dann schauen, wie viel hat man tatsächlich erreicht. 0,4 ist etwas darunter, darüber und dann sich langsam an dem tatsächlichen gewünschten Wert anzunähern. Ich kann Ihnen sogar empfehlen, wir haben hier von den Teilen, glaube ich, 10, weil ich die Werte auch gerne gegenprüfe. Ich traue von dem, das ist aber glaube ich eine alte Fischersweisheit, von dem, was ich höre, glaube ich nichts, von dem, was ich sehe, glaube ich nur die Hälfte. Aber wenn ich zweimal das Gleiche sehe von unterschiedlichen Geräten, dann beginnt mein Glaube zu wachsen und dann vertraue ich dem Wert auch. Interessant ist noch, Konishi hat einen Kunden auf der Insel Miyajima, da bin ich ja im Herbst immer relativ häufig, wo dieses große Tori steht. Miyajima ist eine kleine Insel und die Koi-Liebhaber dort, die sind eigentlich relativ zahlreich. Miyajima ist eine reiche Insel, also die Bewohner sind sehr reich, die haben zum einen die Austernfischerei, zum einen ist das berühmt für so ein kleines Gebäck, das dort von verschiedenen Bäckereien hergestellt wird. Da kommt übrigens auch der eine kleine Teich, den wir immer wieder zeigen, dieser bildhübsche Teich, der ist dort auch auf dieser Insel. Und ein Kunde von ihm, der ist relativ nahe am Meer und er fördert Grundwasser, um seinen Teich zu befüllen. Und das Grundwasser dort ist auch Süßwasser, aber da er relativ nahe am Meer ist, ist der Salzgehalt dort bei 0,85%, nicht Milligramm pro Liter, Prozent. Und er hat es tatsächlich geschafft, die Koi, die er hat, auf diesen Salzgehalt anzugewöhnen. Nur, sagt Konishi, er braucht pro Koi circa ein Vierteljahr, also er fängt wirklich ganz langsam an, den Fisch daran zu gewöhnen und irgendwie scheint sich der Koi darauf einzustellen und ist dann auch eine höhere Salzkonzentration bereit zu gehen, wie jetzt das, was Sandra Lechleiter mit den 0,7, 0,75%. Würde man aber jetzt einen Koi nehmen,
und gleich auf diesen hohen Salzwert umgewöhnen, dann wäre das nicht gut. Also, so viel. Mit Salz kann man auch Dummheiten anstellen, mit Salz kann man Fische auch töten, mit Salz kann man Stress auslösen. Wie man Teich aufsalzt, wie man das alles richtig macht, auch das zeigen wir irgendwann mal in einem Blog. Alles auf einmal zu erzählen, wäre auch langweilig. In diesem Sinne, alles Gute.